Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, magnetisches Feld. Das letzte Mal haben wir über einen Ampere-Maxwell-Satz gesprochen. Haben wir gesagt, ja, wir haben eine Durchflutung und wir haben ein sich endendes elektrisches Feld und es erzeugt auf einer Umrandung von einer Fläche, erzeugt es eine magnetische Spannung und aus der magnetischen Spannung erhalte ich die magnetische Feldstärke. Die magnetische Feldstärke, wenn die Umrandung der magnetischen Spannung da, wo das durchgeht, nicht gleich ist mit der Feldstärkenrichtung, ja, dann muss ich da halt den Cosinus verwenden oder das sogenannte Inprodukt. Und dann habe ich nur erwähnt, ja, aber wenn man das genau auf einer Feldstärke, also auf einer Feldlinie liegt, diese Umrandungskurve, dann kann ich einfach durch die Länge der Umrandungskurve dividieren und kriege vor die magnetische Spannung, kriege dann auf einmal die magnetische Feldstärke. Jetzt wollen wir uns ansehen, wie so ein magnetisches Feld aussieht. Ja? Ich habe das schon vorbereitet. Ja? Das ist kein Strich, was ich da gezeichnet habe. Das ist ein Leiter. Und durch unseren Leiter tritt ein gewisser Strom I, der hinter. Ja? Ich sage einfach nach oben. Ja? Da ist der Strom I. Ja? Und ich mache mir jetzt wieder eine Fläche. Ja? Und diese Fläche soll so ausschauen, das ist ein Kreis. Ja? Ich probiere das ein bisschen so 3D-mäßig. Ja? Das ist ein Kreis, ja? In dessen Mittelpunkt, da, in dessen Mittelpunkt tritt der Strom hindurch. Ja? Also der Kreis hat da, weiß nicht, einen Radius R1. Ja? Der hat einen Richtungssinn. Ja? Und jetzt überlegen wir sie, tritt der Strom positiv durch? Ja, tritt positiv durch. Ja? Also von unten nach oben quasi tritt es durch meine Fläche durch und ist somit positiv. Wie schaut nun die magnetische Spannung aus? Wie wir öfter machen. Magnetisch. Ja, das passiert. Fangen wir da an. Ja? Nehmen wir so ein Segment her. Ja. Wie groß ist die Durchflutung dieser Fläche? Diese Durchflutung ist I. Ja. Wir nehmen einfach den Durchflutungssatz her, wir verzichten auf die sich ändernden elektrischen Felder, sondern ändern sie nicht so schnell, ist quasi statisch. Ja. Und wie groß ist also die magnetische Spannung hier? V1. V1. Ist gleich I. Und das ist die Durchflutung. Habe ich einen zweiten Kreis, der größer ist etwas, ja? Der hat da R2. Wenn ich das gleiche Segment betrachte hier, ja, hat wieder da einen Umfangssinn. Ja. Wie groß ist die magnetische Spannung V2 hier? Die Durchflutung hat sich nicht geändert. Ja. Die ist genauso wie. Ja. Ist gleich V1. Diese magnetische Spannung bleibt also konstant. Okay. Und das ist auch, wie das Feld aussieht. Okay. Also wenn ich jetzt praktisch den Leiter von unten anschaue, also so, ja, dann projizierend, dann rinnt der Strom praktisch hinein in die Bildebene. Zeichnen wir ja so, gell? Pfeilchen von hinten, Kreuzerleine. Ja? Und jetzt zeichnen die diese Ränder darauf. Ja? Also diese Ränder. Das ist praktisch der R1 da. Schauen wir uns das an. So. Ja, schauen wir, ja. So, geht der? Ja. Und das ist der R2 da. So schauen die Feldlinien eines stromdurchflossenen Leiters aus. Das sind so Kreise, die rundherum sind. Ja. Und sie sind rechtswendig zugeordnet. Das heißt, wenn ich jetzt... Das ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt praktisch das hier ansehe, und so durchdrehe und komme drauf mit dem, die Umfangsrichtung ist in diese Richtung, ja, und die positive Richtung ist in diese Richtung, weil er dann durchtritt und in Richtung des Durchtritts eine Rechtschraube verwende, dann ist es gleich der Richtung, die,
die Kurve hat. Ja. So ist. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Strom einrinnt, habe ich vergessen, ja, dann umgibt sich der so wie eine Rechtschraube so eine. Ja. Und das sind jetzt die Umrandungen der Fläche. Und da war halt diese magnetische Spannung teilt sich, wenn nichts anderes da ist, praktisch so gleichmäßig auf. Ja. Also da immer, da habe ich dann so Potenzialflächen, ja. Magnetische Potenzialflächen. Ja. Gleichmäßig und da ist immer halt dV dazwischen. Ja, zwischen zwei so ein kleiner Sprung von der magnetischen Spannung. Ja. So wird immer mehr und immer mehr. Ja. Ein bisschen komisch ist praktisch, weil wenn ich einmal im Gras bin, habe ich viel mehr. Ja. Aber das ist halt, wo ich anfange. Ja. Wenn ich hier anfange, ist halt hier 0 und ich habe am gleichen Punkt praktisch dann die gesamte magnetische Spannung. Das ist halt eine Eigenschaft der Wirbelfelder. Wenn es keine Quelle gibt, ja, das ist so, wie wenn ich umrühre beim Kaffee oder beim Tee oder beim, keine Ahnung, wo man umrührt, ja, dann wirbelt das da drinnen, ja, und es dreht sich ja. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, das ist schon da und es gibt ja eine Geschwindigkeit und so weiter. Und ich kann nicht einfach, wo ist Null? Ja, das ist genau das Gleiche. Ja. Also es ist egal, wo ich anfange, Hauptsache am gesamten Umfang habe ich halt nachher die magnetische Spannung. Ja. Gut. Wie ist jetzt, wenn das jetzt die Feldlinien sind, ja, wie berechnet sich jetzt die magnetischen Feldstärken? Wir haben gesagt, okay, das H, ich schreibe jetzt H1, mal L1, ja, ist gleich V1. Okay? Also die Länge der Feldlinie, ja, multipliziert mal der Feldstärke. Wir haben gesagt, die Feldstärke ist die Spannung aufgeschmiert auf die gesamte Länge praktisch. Also haben wir da praktisch den H1 ist gleich, und jetzt schreibe ich das L1 praktisch grau, V1 dividiert durch L1. Und was ist dann das H2? Ist H2 ist natürlich V2 dividiert durch L2. Also das ist genau das Gleiche. Also ist nicht genau das Gleiche, weil es das L ja ändert. V1 und V2 sind das Gleiche. Und es gilt ja L1. Wie lange ist der Umfang von einem Kreis? dπ, ja, also 2 R1 mal Pi und L2, 2 R2 mal Pi. Also die Feldstärke sinkt. Ist eh logisch. Ne, wenn Sie die gleiche magnetische Spannung auf eine größere Länge aufbreitet, praktisch aufteilt, na, dann muss die Feldstärke ja sinken. Wie schaut das jetzt eigentlich aus, wenn ich mehrere Leiter habe? Also sagen wir, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Ja? Und überall rinnt halt der Strom, nehmen wir denselben Strom, I, ja, der rinnt da überall rein. I. Ja? Wenn wir uns das anschauen, ja, es gilt wieder das Superpositionsgesetz. Ja? Der erzeugt da eine gewisse Feldstärke in die Richtung. Ja. Der erzeugt eine gewisse Feldstärke in die Richtung. Und in Summe gehen wir in die Richtung. Okay? Und wenn da ganz viele Ströme praktisch nebeneinander sind, wenn wir also den Strom praktisch durch so eine Platte durchschicken oder Windungen machen, ja, dann erzeugen wir praktisch ein Magnetfeld, was da nur in diese Richtung geht. Ja. Nur in diese Richtung geht. Das wird später noch wichtig. Das ist praktisch so wie Superposition. So wie wir gesagt haben, eben, da schreibe ich H2, da schreibe ich H1
und da schreibe ich H. Und jeder Strom dort hinten, der irgendwo ein magnetisches Feld verursacht, hat da einen Counterpart, der in eine andere Richtung ein magnetisches Feld verursacht. So, die gesamte magnetische Feld geht noch in diese Richtung. Also wenn ich das praktisch eine Platte mir vorstelle, dann ist das magnetische Feld. Aber auch wieder rechtswendig, gell? Wenn das eine rinnt zu einer Platte, dann geht es oben und unten geht es in die andere Richtung. Ja, das wird nachher bei den Spulen wichtig. Ja, deswegen haben wir das kurz erwähnt da. Ja, das können wir uns wieder so vorstellen, wie wir es gemacht haben beim elektrischen Feld. Ja, dann überlagern sich die Felder halt. Okay? Also so sieht das aus. Die magnetische Spannung teilt sich rechtswendig auf, gleichmäßig. Und weil da ja praktisch die Feldlinie folge, brauche ich da einfach das Skalarprodukt da. Passt schon. Okay? So normal multiplizieren und dividieren. Wie gesagt, gilt nur, wenn die Feldstärke und die Linie da zusammenstimmen. Ja, überlegen wir uns, anhand eines Beispiels, wie so ein Feld aussieht. Okay? Sagen wir, wir haben jetzt einen Leiter. Ja? Wir haben da diesen Leiter und der hat eine gewisse Dicke, ja, oder einen gewissen Radius. Der Radius ist R0. Ja. Nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir das 1 mm, das heißt, das ist ein 2 mm dickes Ding, ja, dicker Draht, und darin der Strom drin, wir machen den wieder in die Richtung, darin der I drin, und der soll sein 10 Ampere. Ja. Warum nicht? So, und jetzt wollen wir anschauen, wenn wir hier praktisch anfangen, da fangen wir an, da gehen wir rüber. Wie schaut denn da das magnetische Feld aus? Okay. Berechnen wir es einmal da raus, ja, da wo praktisch der Radius benannt ist. Ja, da. Ja, wie groß ist hier meine Feldstärke? Überlegen wir uns die Durchflutung. Überlegen wir uns einmal die Durchflutung. Durchflutung ist hier 10 Ampere, die wird sich ja da nicht ändern. Ja. Das heißt, die magnetische Spannung ist gleich der Durchflutung. Wenn ich da die magnetische Spannung aufzeichne und sage, da ist 10 Ampere, ja, dann wird die da halt, da bleibt sie konstant da hinten, gell? Da wird sie nichts mehr tun mit der magnetischen Spannung, weil ja die Durchflutung nicht mehr steigt. Jetzt ziehen wir da. Oh ja. Okay. Durchflutung steigt nicht mehr. Magnetische Spannung bleibt konstant. Wie groß ist da jetzt H? Ja. Wir haben gesagt, okay, das ist eine Feldlinie jetzt. Wir wissen jetzt, die Feldlinien sind konzentrische Kreise. Und wir wollen jetzt diese Feldlinie da aufzeichnen praktisch. Ja. Also wie groß ist H? H ist das V dividiert durch L. Ne? Und das V dividiert durch 2 RP. Ja. Das heißt, in dem Fall, wo ich praktisch da genau drin bin, was haben wir hier? Ja, V ist 10 Ampere, dividiert durch 2 mal, und jetzt muss ich 0,001, ja, Meter muss ich einsetzen, ja, mal Pi. Also, habe ich eine 1591 Ampere pro Meter. Ja, 1591. Das zeichne ich jetzt da ein und sage einfach, okay, da sind 1591 Ampere pro Meter. Da bin ich da. Okay. Jetzt schauen wir mal bei 2R. Ja. Also, wir sind jetzt praktisch da, 2R.
Also 2 R0. R0, 795. Ich werde es aber nur dividieren durch die 1591. Ja. Weil dann weiß ich, wie viel Prozent das sind. 0,5 die Hälfte ungefähr, oder? Ja, sind wir da. Ja. Das war 700, das ist die falsche Farbe, hörst. 795. 796 Ampere pro Meter. Sind wir da. Wie viel sind wir bei 3? 530. 530 merken und da wird ihn wieder mit 1591 dividieren. Bei einem Drittel circa, also circa da, ja, 530 Ampere pro Meter. Bei 4. Bei einem Viertel. Da. Aha, das sind 398 Ampere pro Meter. Ja. Und jetzt mache ich 4, 5, 6, machen wir 6. 265, 265, 0,16, da. Ja. Also so sieht das aus. Geht da relativ steil nach unten und wird nachher flacher. Weil es sich ja auf immer größere Radien aufbreitet und wird immer weniger und immer weniger hier. Okay? So sieht das magnetische Feld eines stromdurchflossenen Leiters aus. In der Nähe ist es ziemlich groß, ja? Und außen wird es dann relativ klein. Was passiert eigentlich im Leiter drinnen? Was passiert denn da? Da habe ich ja nicht mehr den gesamten Strom zur Verfügung. Ja? Was ist die Fläche? Was ist denn die Fläche? Sag mal, ich bin jetzt da in der Mitte irgendwo. Ja? Ja? Mit meinem R. Ja? Im Fall, dass R kleiner R0 ist. Was passiert da? Die Fläche A, also A0, ist R² pi. R0² pi. Ja? Das ist die Fläche des Leiters. Ja? Und das A von R, im Fall, dass R kleiner R0 ist, ist R mal Pi, R² mal Pi. Okay? Welcher Anteil hat jetzt diese Fläche? Weil ich sage, A von R dividiert durch A0 sind R² durch R, 0². Ja? Die Quadrate der Rs. Ja? Und das ist auch gleich der Stromanteil. Wenn ich mir überlege, wie groß ist der Strom auf diese, wenn sich der Strom gleichmäßig aufteilt, ja, dann ist auf einer Teilfläche, es hat weniger Strom. Okay? Das heißt, ja, unser I vorher, ist I mal R² durch R0². Okay? So schaut das aus. Und das ist auch gleich unsere Durchflutung. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Hälfte nehmen, ja? 0,5 zum Quadrat dividiert durch 1 zum Quadrat, da habe ich ein Viertel. Ja? Also bei der Hälfte habe ich ein Viertel, da bin ich da ungefähr. Das schaut so aus. Die Durchflutung schaut so aus. Parabel, gell? Geht mit R² auf. Okay? Das ist praktisch, das ist genau das gleiche wie V von R. Okay? Und was ist jetzt meine Feldstärke H von R?
Das ist das V durch V von R. Dividiert durch das L von R. Das L von R wissen wir. Das V von R ist praktisch das I mal R Quadrat durch R0 Quadrat, ja, dividiert durch 2pi R, 2rpi. Ja. So, was tut sich da? Das R ist weg. Ja, eins von den R's ist weg. Ja. Das heißt, ich habe dann praktisch I mal R dividiert durch 2pi mal R0 Quadrat. Aha. Linear ansteigend mit R. Linear, das ist eine Konstante, das I ist eine Konstante, das sind die 10 Ampere, das R0, das ist der 1 Millimeter. Linear ansteigend mit R geht es da nach oben. Ja? Das heißt, von da weg geht es jetzt linear bis da rauf. Okay, so geht es. Ja. Das sind die Feldstärken, die ich hier eingezeichnet habe. Ja. Das sind die Feldstärken, die ich hier eingezeichnet habe. So schaut das aus. Ja. Also da im Inneren steigt das magnetische Feld linear bis nach außen. Probieren wir das aus. Was ist, wenn R und R0 gleich sind? Ja. Das heißt, beides ein Millimeter praktisch. Ja. Das heißt, ich habe dann 10 mal 0,001 dividiert durch 2 mal Pi mal 0,001 zum Quadrat. Was kommt da raus? 1591, aber auf der Seite passt. Ja? So schaut das aus. Wie schaut das aus, wenn ich es da unten irgendwie einzeichne, ja, also wenn ich es praktisch da wirklich einzeichne, ja, dieses geht jetzt dann nach unten praktisch, so, ja, so, da geht es linear auf, ja, und da wird es dann weniger. Anderer Maßstab jetzt. Das ist das H. Und auf der anderen Seite, ja, weil wir haben ja rechtswendig zugeordnet, auf der anderen Seite sind wir da herum, gleich weit, linear, ansteigend, geht's rauf und hört da praktisch so, nimmt hier ab. So sieht das aus. Also es ist da oben ist praktisch nur die Feldstärke ausgerechnet und da unten haben wir jetzt tatsächlich so die Richtung. So schaut das aus in einem Leiter. Schön. Ich hoffe, jetzt ist klar, wie ein magnetisches Feld aussieht, ja, Form von magnetischen Feldern, wie sie die Spannung da hergibt und so weiter. Ja, so erreichen wir die magnetische Feldstärke. Okay? Jetzt haben wir zwei verschiedene Sachen. Jetzt haben wir die magnetische Feldstärke und wir haben die magnetische Flussdichte. Was ist jetzt? Die sind verknüpft miteinander. Wir hatten ja auch die elektrische Flussdichte und die elektrische Feldstärke, die verknüpft waren miteinander. Und praktisch genauso funktioniert das hier. Also das H und das B sind miteinander verknüpft. Auf welche Art und Weise und wie man das interpretiert, das erkläre ich im nächsten Video. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.